Hallo ihr lieben Krähen, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Crow Country. Ja. Ups. Da geht's schon los. Okay. Kurze Idee, die ich hatte. Wir kommen ja mit diesem Boot leider nicht weiter, weil wir ja das Gas noch nicht abstellen können. Ich hätte als erstes vorgeschlagen, dass wir zu Crows Büro gehen, weil wir das ja jetzt nun öffnen können durch den Goldschlüssel, den wir haben. Deswegen, ups, falsch, die Karte. Hätte ich nämlich gesagt, wir gehen jetzt in Crows Büro. Ich glaube... Untergrund. Ich bin mir nicht sicher, wie der einfachste Weg in Crows Büro ist. Ich glaube, durch den Bereich des Spukschloss war es, glaube ich. Da kommen wir dann, glaube ich, am besten hin. Also müssen wir erstmal hier raus ins Gruselgebirge, Spukschloss und dann dadurch. Dann hätte ich nämlich gesagt, let's go. Ja. Ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, hier durchzukommen, ohne zu sterben. Das wäre halt echt geil. Ich bin kein einziges Mal bisher gestorben in diesem Spiel. Gott sei Dank. Aber es gibt für alles ein erstes Mal. Aber ich hoffe, dass es in diesem Spiel nicht der Fall ist. Das wäre relativ ungünstig. Ja. Ah, hier warst du. Au, oh, shit! Au, oh, kacke! Guck. Da, ich bin komplett am Rad. Der denn durch? Wo kam der denn her? Ja, guten Tag auch. Ist auch noch einer. Kannst du mich in Ruhe lassen? Ist das drin? Das ist an der Tür, Crossbow. Gegenstand benutzen. Wo ist der Goldschlüssel? Hier. Mach bitte die Scheißtür auf. Alter, ich habe diesen großen Klotz nicht gesehen. Was zum Fick? Da klingelt's gerade. Moment. Ich muss mal kurz den OBS switchen. So. Weiter. Ja. Klingelt's wieder. Hallo? Du lebst noch. Ich weiß, dass es da oben gefährlich ist. Viele sind rausgekommen. Ich weiß, dass du eine Waffe hast. Hast du sie getötet? Die Gäste? Sie sind nicht in der Verfassung, weiterzuleben. Die zuletzt rausgekommen sind. Erst recht nicht. Im Laufe der Wurzelgrabung ähnelten die Gäste immer weniger. Tja, einige von ihnen sind nicht mal mehr Zweibeiner. Sie dürfen Crow Country nicht verlassen. Sie dürfen nicht zulassen, dass sie andere infizieren. Was sind sie? Wer sind sie? Sie lassen sich nicht rückgängig machen. Keiner dran. Okay, da ist ein Fernsehgerät. Alle paar Sekunden erscheint etwas auf dem Bildschirm. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber was ist zu sehen? Bin mir nicht sicher, ob das so relevant ist. Da ist ein Foto. Irgendwas stimmt mit diesem Rahmen nicht. Oh! Okay. Nehme ich so. Oh, ein Lagerfeuer. Können wir speichern. Ja. Okay. So, das sieht nach einem Dia-Projektor aus. Was haben wir hier? Hä? Da ist hier. Da ist eine Holzkiste. Noch mehr Golderz. Ein Regal. So viel, da sind so viele Medikits. Ich nehme mir eins. Eins? Nimm mehr. Das ist doch egal, das sind so viele Medikits, ich muss keine nehmen. Echt? Okay. Hallo Natalie. Wie geht es dir? Nicht gut.
Tja, mir geht's auch nicht gut. Ist das deine Mutter? Ja. Sie ist vor einiger Zeit gestorben. Es tut mir leid. Es ist eine schöne Statue. Das ist pures Gold. Sie war sicher sehr teuer. Dein Vater hat wohl keine Kosten gescheut. Hast du ihn schon gefunden? Mr. Crow? Nein, noch nicht. Ich suche nach wie vor nach deinem Vater. Aber ich habe eine ziemlich konkrete Ahnung, wo er ist. Ich muss nur den zentralen Aufzug nehmen. Mara, was hast du vor? Wenn du ihn findest? Ich muss mich mit ihm unterhalten. Willst du ihn dann töten? Was? Nein, natürlich nicht. Glaub nicht. Ich würde die Waffe in deiner Hand nicht sehen. Deinem Gesicht sehe ich es auch an. Das ist die Entscheidung schon gefällt. Ja, du hast die Entscheidung schon gefällt. Natalie. Ich weiß, dass er schlimme Dinge getan hat. Sehr schlimme Dinge. Vielleicht kann es für ihn keine Vergebung mehr geben. Aber bitte töte ihn nicht. Bring ihn zu mir, okay? Ich möchte mit ihm sprechen. Heute könnte so oder so meine letzte Chance sein. Bitte, Mara. Okay. Okay, das war der Dialog mit ihr. Hier sonst noch was. So eine große Leinwand natürlich, wegen dem Dia-Projektor. Aber wir haben keine Dias. Kann man den benutzen? Da ist ein Folienprojektor. Oh, und drücke links oder rechts, um die Folien zu wechseln. Okay, das sind die einzelnen Goblin. Splitter. Sprindle. Lumber. Das ist dieser große Klops. Grenner, Grainer. Puddle. Pfütze. Guest. Goblin. Okay, wir sind schon alle durchgegangen. Buffel-Munition nehme ich sehr gerne. Will einmal. Nehmen bitte Medik. Rosa Limonade. Danke für gar nichts. Eine Granate. Voll. Okay. Da ist ein Abschlusszeugnis. Emory University. Nach dem Abschluss des Studiengangs erhält Edward L. Crow den Doktortitel im Fach Biochemie. Also er ist Biochemiker. Kein Wunder, dass er dann sich da irgendwie mit der Beschaffenheit dieser Monster auskennt und sie kategorisiert. Wahrscheinlich hat er auch nochmal Experimente an ihnen durchgeführt. Wer weiß. Das ist ein handschriftlicher Brief. Hallo Ed, wir haben die Inspektion nicht bestanden. Sie haben erkannt, dass das Erz nicht von hier stammt. Die brasilianischen Behörden wollen wissen, wo das Gold wirklich herkommt. Das wird zu gefährlich. Ich komme zurück nach Georgia. Bis bald, Marv. Okay, was haben wir hier? Das ist ein elektronisches Bedienfeld. Kontrollraum, kein Zutritt für Unbefugte. Aha, so viel dazu. Das ist eine Tafel. Zahlencode für den Kontrollraum-Aufzugschalter. Meine erste ist im Grinser, aber auch im Kobold. Meine zweite ist im Gast, aber nicht in der Pfütze oder in der Spindel. Das sind die Namen der Monster. Meine dritte ist im Stamm und im Kobold, aber nicht in der Pfütze. Meine vierte ragt durch ihre Anwesenheit heraus. Okay, kümmern wir uns gleich drum um das Rätsel. Erstmal wollte ich nochmal gucken, was hier noch ist. Aber ich glaube, den Raum haben wir schon großzügig abgegrast. Aber hier habe ich noch mich genauer umgeguckt. Das Ringbuch. Ah, das gibt nur, glaube ich, Tipps, ne? Ja, okay. Beziehungsweise Hinweise. Was ist das? Gegengift, jawohl. Es wackelt hin und her. Lebt es? Ein kleines Notizbuch. Edward Crows Tagebuch, Alter 10,5. Samstag. Freue mich ja so. Morgen gehe ich mit Papa in Condor Country zelten, gleich hinter dem Fluss. Papa sagt, das wäre bloß ein Name. Schließlich gäbe es keine Condor in Georgia. Aber ich freue mich trotzdem auf diesen Ausflug. Ich bin nachts gerne draußen. Sonntag.
Papa und ich haben beim Zelten etwas Merkwürdiges gefunden. Ein grün glänzendes Ding steckte in der Erde. Es wackelte wie ein kleiner Käfer hin und her. Aber Papa sagt, es wäre kein Käfer, sondern es bestünde aus Metall. Montag. Wir haben ein zweites wackelndes Metallding gefunden, ein paar hundert Fuß südlich vom ersten. Papa wollte wissen, woraus das besteht. Er schnitt die Spitze mit einem Campingmesser ab. Im Inneren ist ein anderes Metall. Es sieht aus wie Gold. Dienstag. Noch zwei von den glänzenden Dingern. Es gibt insgesamt vier. Papa sagte, es könnte vielleicht noch mehr geben. Mittwoch. Papa hat Condor Country gekauft und dazu ein paar Hektar auf beiden Seiten. Er sagt, wir können es umbenennen, wenn wir wollen. Also war vorher Condor Country der Name dieser Gegend und jetzt ist es Crow Country und ist ein Freizeitpark. Zeitschrift. Achso, das sind die Tipps fürs Spiel. Man kann sie immer wieder einsehen. Gut, das haben wir schon betätigt. Passt. Okay, dann gucken wir mal. Also ich muss mir das mal kurz notieren. Ich habe meinen tollen Zettel parat. Ich brauche nur noch einen Stift. So, ich denke, das sollte passen. Okay, Zahnkonferenz kommt nochmal zurück. Meine erste ist im Grinser, aber nicht im Grinser. Dazu nochmal Zahl 1. Ich mache das aber auch fix ausgehen, das braucht sonst allzu viel Zeit. Bin gleich zurück. Okay, hab mir alles aufgeschrieben. Dann wollen wir mal gucken. Und den Dia-Projektor. Also. File Number 6413. Okay, das ist Spindel. Wie hieß das? Spinser, nicht Kobold. Ach, guck mal, hier können wir das auch noch größer. Ist die Prozentung. Okay. Das werde ich jetzt nicht nochmal extra vorlesen, aber ihr könnt es euch gerne pausieren und vorlesen. Ich schreibe mir nochmal gerade die Aktennummern auf. So. Spindel. 6. Ja, So. Stamm. Stamm. Haben wir Grinser? Haben wir Badel. Bitte. So. Bütze. 3973. Der Gast, ganz ich. Gast. 3762. Okay. Dann haben wir noch den Kobold. Kobold. 1739. Den haben wir schon. Alles klar. Gut, kann ich ausschalten. So, lass mal sehen. Grinser, nicht Kobold. Erste Zahl. Grinser. Erste Zahl. Theoretisch eine. Im Gast nicht Pfütze oder Spindel. Im Gast. Zweite Zahl. Gast ist eine 7. So. Damm. Kobold nicht Pfütze. Damm. Dann wäre noch Kobold und achso, Kobold und warte mal, wäre dann bei der letzten Zahl, das klingt irgendwie komisch. Warte mal. Peter ragt durch ihre Abwesenheit heraus. Herausragen? Das hier, oder?
Meint es das hier? Durch ihre Abwesenheit heraus. Was ragt denn heraus? Keine Ahnung. Gucken wir mal nach. Okay, jetzt wären wir hier. Wow, was ist das denn auf dem Bildschirm? Da ist der Monitor. Das sind die Bilder einer Überwachungskamera. Auf dem Bildschirm ist etwas zu sehen. Es bewegt sich. Ansprechen. Hallo? Was bist du? Was willst du? Antwortet nicht. Das ist eine Metallplatte. Broad Country, Aufzug, Stromnetz. Da ist ein Stromnetz mit 5 kleinen Lampen. Eine der Lampen ist rot, die 4 anderen sind grün. Ja, das ist der Zentralaufzug, den wir nehmen müssen. Zu Dings zu kommen, Edward Crowe. Da ist ein Monitor. Das sind die Bilder einer Überwachungskamera. Moment mal, das ist mein Auto. Ich glaube, Arthur ist noch drin. Ansprechen. Arthur, kannst du mich hören? Lara, bist du das? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ich bin in einem Kontrollraum. Ein Kontrollraum? Ist er cool? Ja, er ist wirklich cool. Ich bin neidisch. Du darfst dein echtes Abenteuer erleben. Arthur, wie fühlst du dich? Nicht allzu gut. Bleib einfach, wo du bist, okay? Lara, kommst du zurück? Können wir gehen? Ja, klar. Ich bin bald wieder da. Okay, gut. Das ist ein Tastenfeld. Okay, dann wollen wir mal. Oh, der Grinser hat die 5. Dann im Gast. Spitze oder Spinne. Das ist halt sehr kryptisch. Im Gast. Spitze oder Spindel. Spitze. Wäre 93. Sauklaue. Der Gast wäre 3762. Gast nicht. Lesen sich die Zahlen irgendwie auf? Zweite Zahl von Gast wäre die 7. Probier's mal. So, dann Damm und Kobold. Dann wäre die Zahl dann. Kobold ist die 9. Das war schon mal nicht richtig. Verdammt, ey. Ja, ich mag ja eigentlich Rätsel in Horror spielen. Das mochte ich ja auch schon an Silent Hill und Resident Evil, aber das, die Härte der Rätsel hier ist manchmal sehr schwankend. Manchmal sind die super einfach, aber andererseits gibt es welche wie das hier zum Beispiel. Ist meine erste ist im Grinser, aber auch im Kobold. Auch im Kobold. Okay, dann habe ich das falsch notiert. Also, meine erste ist im Grinser und auch im Kobold. Also, Kobold hat die 1739 und was war es noch? Grinser. Grinser hat die 5592. Die einzige Zahl, die sich mappt, oder die einzige Zahl, auf die das zutrifft, ist die 9. Das heißt, die erste Ziffer ist, die erste Zahl ist eine 9. Meine zweite ist im Gast, aber nicht in Pfütze oder Spindel. So, Gast hat 3762. 3973. 37 ist drinne. Bei Pfütze 7. Dann wird ja nicht mehr passen. Was soll, wenn eine 9 drin vorkommt? Dann müsste es. Von den Zahlen her dürfte es dann jetzt. So, meine dritte ist im Stamm und im Kobold, aber nicht in der 14. Stamm und Kobold, also. Stamm. 3, 4, 7. 3, 4, 7. Kobold. 4, 1. Bitte ragt durch ihre Abwesenheit. Halt aus. Was soll das heißen? Das ist eine Zahl, die nicht auftaucht, oder was? Also wir haben eine 1
in den Monstern eine 2, eine 3, eine 4, 5. Oh, könnte es vielleicht eine 8 sein? Ach so, es geht um die Zahl. Eine 4 ragt durch ihre Abwesenheit daraus. Ja, weil es sind alle Zahlen vertreten von 1 bis 9. Mehr gibt es ja auf dem Tastenfeld nicht, weil es gibt ja keine 0 oder eine 10. Also von daher, dann wäre der richtige Code 9218. 2, 1, 8. Jawohl! Der Kasten hat sich geöffnet. Im Inneren ist ein Hebel. Piep. Aufzug aktiviert. Voll gut. Wow, scheiße! Alter, mein Herz. Du alte Huren, du. Hier, friss das. Voll. Ist jetzt nicht sonderlich gebracht. Soll ich die Magnum wirklich nehmen für den? Na, bevor er mich tötet halt, ne? Hier, weißt du was? Yep. Granate. Wenn ich jetzt wandern. Besiege alle 4 optionalen Minibosse. Es waren Miniboss und die waren optional? Sicher? Der kam da raus. Eingesperrt. Sicherheitstürfreigabe, Bodenplattencode auf 1, 2, 3, 4, 5 stellen. Darunter ist ein Knopf. Hä? Check ich nicht. Ein Mülleimer. Oder Abfall. Krieg nichts. Hier durch kann ich auch nicht. Ah. Okay, warte mal. Hat mir dazu doch auch irgendwas notiert, oder nicht? So in alten Notizen durchgehen. Warte mal. Ui. Ah, hier. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Jetzt macht dieser Code, den ich gefunden habe, irgendwie Sinn. Eins. Okay. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2. Ja. 5. 6. Ich bin frei. Oh Gott. Oh, warte. Ich muss die Waffe wechseln. Bevor ich... Habe ich sie umgebracht? Nee. Ich wollte nachladen, nicht schießen. Habe ich alles nachgeladen? Habe ich. Okay. Bevor wir weitergehen, speichern wir noch. Jetzt habe ich so viel Zeit hier verplempert. Machen heute nochmal einen Ticken. 1218. Code. Seht ihr das? Bin jetzt so erpischt, mir einfach alles aufzuschreiben. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß in diesem Spiel, was für Zahlen notwendig sind. Okay, aber gespeichert ist gespeichert. Das heißt, das hätten wir. Ich habe jetzt zwar den Aufzug aktiviert, bringt mich aber trotzdem nicht weiter. Hier bei die 7 Weltmeere. Muss es schaffen, irgendwie das Gas abzustellen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dazu muss ich erstmal hier raus. Let me think. Muss an dem wieder vorbei. Alter. Nö. Das ist eine räudige Bärenfalle. Ich muss sie deaktivieren, ansonsten ist das Problem. Ich bilde mich hier lang.
man diese Dinge auch verballern? Das mal frei gewusst. Egal. Es hat also auch Munitionsverschwendung, ne? Sind wir mal ehrlich. Ja! Nö, 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 nö. Okay. So. Hier ist zum Glück nichts. Da kann ich in Ruhe einfach rausgehen und in Ruhe. Wo war denn ein Aufzug, der mich in die untere Ebene führt, frage ich mich gerade. Muss ich nochmal nachgucken. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich würde das mal kurz offscreen machen. Was jetzt wichtig ist, wie gesagt, wir gehen jetzt in diesen Raum, wo das Gas reguliert werden kann. Und dann will ich versuchen, das Rätsel zu lösen, was man da einstellen muss mit der Diskette, damit dieser Rauch aufhört. Weil ich glaube, vielleicht finden wir in diesem Raum die Batterie. Wir brauchen die Batterie, die man in diesen Vogel einsetzen kann, weil mit dem kommt man, glaube ich, dann zu Crows Aufenthaltsort. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, um das Spiel dann zu beenden. Die Batterie fehlt uns halt nur noch als Item. Deswegen würde ich mal sagen, ich gehe mal runter und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, da wären wir wieder. Ja, was nun? Ich muss euch eine Sache gestehen. Ich habe leider keine Ahnung, wie man hier auf die Zahlen kommt. Ich habe mir die jetzt einfach mal frech aus dem Internet rausgesucht, weil ich auch ehrlich gesagt keine Lust habe, drauf zu gehen und mich hier zu verlaufen. Deswegen habe ich einfach mal geschaut, was der Code ist. Wir brauchen 13. Ups, 6. Und dann 11. Und hier sind es 20. Müsste dann eigentlich stimmen. Then pull the lever. Was hat es stoppt? 6. Hat aufgehört. Hey, du hast es geschafft? Ja. Du bist ziemlich clever, hm? Das bin ich. So bescheiden. Wir sollten gehen. Gute Idee. Kommst du mit mir? Noch nicht, es tut mir leid. Okay, jetzt wenn wir hier in dem Bereich schon mal... Oh, so laut hier unten. Gut, jetzt haben wir das Gas abgestellt. Jetzt können wir theoretisch wieder zurück. Sagen wir, nehmen jetzt einfach mal den Aufzug hier. Ich weiß gerade nicht, wo der mich hinführt, aber ist egal. Ich will raus hier. Das ist Hummelfell, Alter. Achso, hier sind wir. Hopf. Wir müssen in den Seebereich zurück. Ah, guck mal, wie praktisch. Direkt hier. Okay, dann let's go. Machen wir das in dieser Folge noch? Schatzkiste. Oh, sie ist nicht echt. Sie lässt sich nicht öffnen. Ich fühle mich irgendwie hintergangen. Schon irgendwie, ne? Was noch was hier an Items? Ein Rad. Kannst du nach links oder nach rechts drehen? Fühlt sich nichts. Das fühlt sich gut an. Was? Okay, ist egal. Ab ins Boot. Ich hätte gesagt, wir sollen in die Mitte. Alles ganz für mich alleine. Sehr schön. Bereit? Ja, ich glaube schon. Ich kann nicht garantieren, dass das ungefährlich ist. Soll ich die Fahrt starten? Ja. Also die Fahrt, Julie. Kann nicht anvisieren oder irgendwas. Der weiße Wal blockiert das Boot. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste er eigentlich aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, das wird manuell vom Steuerfeld aus gesteuert. Ich frag mich, warum Julie den Knopf nicht gedrückt hat. Oh, guck mal, die ist echt.
Bei einer hat der Wal im Wasser gespritzt. Ist richtig. Aber der tut das nur ab und zu mal. Das ist testen. Das hat irgendwie keine Wirkung. Ah, okay. Ach so. Ah. Munition. Was ist das? Vorsichtig sein. Ja klar. Natürlich kriege ich Schaden. Was auch sonst. Das ist der größte und verzierteste Schalter, den ich je gesehen habe. Was für den Wal? Ich habe ihn bereits gezogen. Okay. Hat sich da jetzt was? Und zurückgehen. Was ist hier passiert? Da ist Blut. Was ist das? Da ist ein Blutfleck. Das ist Julies Brille. Das ist dir zugestoßen. Das Steuerfeld. Da ist Blut dran. Das funktioniert offenbar nicht mehr. Na gut. Mal sehen, was ich tun muss. Die zerdeppern? Ich kann durchschießen. Das ist eine Meerjungfrau. Sollte ich im Inneren nachsehen? Da ist eine Batterie. Moment, das ist eine Kiste mit Schrotflintenmunition. Ach so, ich muss gar nicht weiterfahren. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Na komm. Okay, Batterie. Das war ein Stichwort. Das heißt, eine von diesen Meerjungfrauen hat eine Batterie in sich. Soll ich im Inneren nachsehen, ja? Da drin ist eine Batterie, aber ich sehe... Aber sie ist in sehr schlechtem Zustand. Verstehe, okay. Dann müssen wir die anderen noch auschecken. Okay, jetzt haben wir die lila Farben, ne? Das ist eine Batterie, sie ist in ziemlich gutem Zustand. Wir haben die Batterie! Endlich! Ja! Dann will ich die andere aber auch noch rauschecken, wenn wir gerade dabei sind. Da ist nichts. Da drin ist nichts. Okay, der Schalter hat wahrscheinlich bewirkt, dass wir die Tür hier öffnen konnten. Okay, wir sind hier fertig. Wir haben die Batterie. Fantastisch. Das ist der Win der Woche. Okay, wenn wir die Batterie haben und Egatin in den Sinn, fahren wir gleich mit dem Aufzug hier runter. Ja, genau. Da sind noch mehr Gegner. Guten Tag auch. Was? Hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte mit dem Aufzug fahren. Scheiße. Was ist denn das für eine Parade? Hier guckt es euch an, wie viele Gegner hier sind. Das ist ja schlimmer als in Resident Evil, ganz ehrlich. What the fuck? Also, wenn das nicht Survival Horror ist, weiß ich halt auch nicht, ne? Jetzt muss ich den Raum nur noch finden, wo ich die Batterie laden konnte. Der war ja auch hier unten. War ja genau... War das hier?
Nee, aber hier kann ich speichern. Fantastisch. Okay, mach ich. Gut, aber ich glaube, das ist ein guter Moment, um zu sagen, schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Crow Country. Es könnte wahrscheinlich gut möglich sein, dass die nächste eventuell die letzte wird oder die übernächste. Sehen wir mal. Aber ich habe so das Gefühl, weil wir auch alle Items im Spiel gesammelt haben, wie ihr hier sehen könnt, dass wir höchstwahrscheinlich bald am Ziel sind. Was da unten noch hinkommt, da bin ich mir noch nicht komplett sicher. Vielleicht gibt es auch noch anderweitige Waffen oder Munition. Ich glaube, es ist eher Munitionsarten, weil hierfür habe ich keine und hierfür auch nicht mehr. Also ich glaube, die Key-Items gehen bis zur Batterie und damit haben wir auch erstmal alle gesammelt. Deswegen ist es doch was erstmal gewesen an dieser Stelle. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Crow Country und bis zum nächsten Mal. Tschüss!